Man hat in diesen Tagen den Eindruck, Fortschritt bedeutet, dass es keinen Rückschritt gibt. Mich sorgt, dass diese Rechten auf der ganzen Welt die Furcht vor sozialem Abstieg und vor Armut nutzen, um Ressentiments und Hass zu schüren und Spalten statt Lösungen zu liefern. Die Antwort kann jetzt nicht und sie wird jetzt nicht Resignation sein. Wir können schwarz malen, aber ich glaube, wir sollten etwas anderes tun. Wir beantworten Hass nicht mit Hass. Wir beantworten Hass mit Haltung, liebe Freundinnen und Freunde. Es geht auch ganz entscheidend darum, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu erhalten. Wir sind der Gegenpol zu einer Politik der Engstirnigkeit und des Nationalismus. Wir werden weiterkämpfen gegen Klimawandel. Wir werden weiterkämpfen für weniger Kriege, für Kampf gegen Hunger, für Gerechtigkeit überall in der Welt. Und jetzt gilt es, die Ärmel hochzukrempeln. Jetzt gilt es, täglich einzutreten für unsere Überzeugungen. Wir bleiben unbequem.